So, und damit seid grüßt zu eurem neuen Pango zu Pokémon Uranium, den Zwergfürst. Ja, unser Team sieht folgendermaßen aus. Ja, Takiro, den habe ich offscreen einige Stunden lang trainiert im hohen Gras. Jetzt haben wir noch Oten, der hier den das Schlusslicht ist, der hier mit Level 14 der geringste ist, im nächsten gelevelte. Ich denke, damit lässt sich's machen. Ich habe Markus jetzt mal in die Spitze gestellt, vielleicht können wir das dem. Ja, schauen wir mal. Vielleicht fangen wir mit dem an und unser letzter Trumpf, unser finaler Trumpf, sollte das Wasser-Pokémon sein. Es kann seltsamerweise noch keine einzige Wasserattacke. Aber gut. Ich hoffe, wir sind jetzt in der Lage zu kämpfen. So, im Beutel haben wir auch noch ein paar Supertränke. Und wo ist es? So, hier haben wir Fresh Water und Potion haben wir noch eine. Und einen neuen Supertränke. Ja, ich denke, das wird gehen. Wir speichern schnell mal ab hier. War eigentlich nicht nötig, aber gut. Na dann. Fordern wir ihn erneut heraus und heute aber einen entscheidenden Trumpf. Wassergift-Pokémon, das kann mehr Giftattacken ins Wasser attacken, aber auf gut Deutsch gesagt, keine einzige Wasserattacke. Aber vielleicht kratzt er trotzdem hin, vielleicht ist er dann zumindest hält er einiges aus. Gegen Wasser dürfte er effektiv sein. Headbutt, na komm. Wir hauen gleich drauf. Markus hat das aus. Headbutt. Sehr gut. Jetzt könnten wir gleich mal einen Supertrank nehmen. Können wir gleich einen schon mal verschwenden. Oh, das macht der Gegner auch. Ja, alles Taktik. Los, ganz durch. Und, na komm, Headbutt. Das könnte schon das der finale Stoß für Großartig sein. Das ist er. Sehr gut. Nun, wir kämpfen weiter. So, Motrill. Headbutt. Na komm, das Lab hältst du durch? Er hält nichts durch. Okay. Ein Belieber haben wir zum Glück noch was dabei. Ich glaube, Modi war ganz gut gegen den. Versuchen wir's. Ich hoffe, ich erinnere mich nicht falsch daran. Mortal haben wir, glaube ich, ganz gut besiegt. Das war kein Problem. Maslap. Der war nicht das Problem. Das dritte Pokémon, das war hier die Ursache. Das war das Problem. Und jetzt haben wir hier Verstärkung im Rücken. Jetzt kriegen wir das hin. Mit Takiro 2. Dürfte das kein Problem sein. Na komm, mach's kalt. Pushen. Ja gut, dann muss man irgendwie rechnen. Na komm, jetzt aber. Nice. Jetzt kommt das letzte Pokémon. Daryl. War das das letzte Pokémon? Ember. Versuchen wir es mal erstmal damit. Ja, Verbrennung, das ist zumindest ganz gut. Vielleicht kriegen wir es jetzt sogar mit Modi, der mit 15 hält. Das wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Der war ja Level 12 oder so. Mit 12 oder 13. Als wir das letzte Mal versucht haben. Also. Ja. Verbannung. Der wohl besiegt. Level 16. War's das schon? Nein, nächstes Pokémon. Oh wei! Trufu-Rank. Das hat man noch gar nicht. Trufu-Rank? Ah, das scheint sein letztes Pokémon zu sein. Sehr gut. Verbrennen wir das. Oh, Gift-Pokémon. Das... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Na komm. Verbrennungskörper. Gut, Oten. Mal schauen, was du so anrichten kannst.
sind auf jeden Fall schon weiter als vorher. Einiges weiter. Hältst euch, Oten. Vielleicht kannst du hier ein bisschen was ausrichten. Liebe Grüße von mir. Trigatek. Wir sterben. Das sind meine lieben Grüße. Oh, ein KP noch. 0 KP. Und Kumpi, das sieht doch gut aus. Vielleicht kriegen wir das hin mit unseren 5 Pokémon. Ja, Kata. Eine neue Attacke. Kumpi. Na komm, Critical Hit. Halt's durch. Na komm, Herr Kata. Nice. So, ein Supertank. Wozu haben wir die denn im Inventar? Supertank. Auch ein Gift, das jetzt ein bisschen runterzieht. Aber gut. Na komm. Oh, und jetzt noch mal R-Cutter. Halt's durch. Nice. Komm, jetzt geschafft. Sehr gut. Level 16 für Kombi. Die da waren besiegt. Da braucht man das Pokémon gar nicht, das Wasser bekommen. Na, sehr schön. That was a rare event victory. You are more than deserving of the bright jam badge. Badge war das. Der Arena Orden. 1600 Pokémon Dollar. Und da gehe ich siegreich aus dem Kampf in den zweiten Arena-Leiter dieser Region hervor. Nice. Der zweite schon. Hat gebracht, dass wir Mordi gelevelt haben. Das war ganz gut. Den habe ich auch im hohen Gras noch ein bisschen gelevelt. Mein Fault, Kid. Constant impressed. Now, if you could hand over that gem you hold with now. Click. And tada! Here's your badge. Sven received the bright gem badge. I hope you will look at that badge and remember all the hard work it took to earn it. Also, please accept this TM. Brick Break. Okay, interessant. Brick Break is a fighting type move that I use to help excavate tunnels. Not only is it powerful, but it can also shatter walls like the effect of that scream. See that you make good use for it on your journey. Yo! Mit dem zweiten Arena-Orden, Betzmon. Ja, hat nur ein bisschen Training. Kumpi hat's nicht überlebt. Gut, hat's nur ein bisschen Training im Mondgras auf Screen benötigt. Das ist doch erfreulich. Gut, da können wir diesen Part jetzt mit. Können wir jetzt gut in den Part starten. Na, hat ja nicht lange gedauert. Ein bisschen was können wir noch machen. Können wir noch die Route voran. Der zweite Ohren ist unser. Vielleicht mal das Team gehält. Ja, die Stelle hier können wir hinter uns lassen. Das haben wir hier schon gemacht. Hier geht's gleich weiter mit dem nächsten Kampf. Da haben wir schon trainiert auf dieser Route. So, Markus, Oten, Mordi, Kombi, Takiro 2. Oten, der muss nach vorne gesetzt werden. Muss trainiert werden. Dass der Level 15 wird. Switch. Und den auch mal nach vorne. So, Mori wieder nach hinten. Sehr gut, so kann es sein. Ich will gleich mal den Erfolg abspeichern. Das war 2 Runden haben. 2 Badges. Da, so sieht's aus. Der Steins Arena Orden. Zweite hier im Spiel. 2 Ohren doppelt speichern. Gut. Und weiter geht's. Dich werde ich auch noch besiegen. Hope I'm tired of running this battle. Und
Schwellennetz. Oh, Jabolter. Okay. Das kann mit seiner Attacke, mit seiner, sag schon, mit seiner Elektroattacke ziemlich viel ausrichten. Genau mit dieser. Die ist ziemlich effektiv. Diese Elektroattacke. Ja, wir haben noch ein paar Tränke mit dabei. Sollten wir uns vielleicht ein paar noch für die nächste Arena aufhalten, aufbeleben. Die wird bald kommen. Aber ja. Gut, jetzt haben wir es eigentlich verschwendet, den Trank. Ja gut, so viel dazu. Guten Leveln. So, du gute Markus. So wie wär's mit Herzbad. Na komm, mach's alle. Jo. Nochmal Herzbad. Erledige es. Na komm. Zack. So. Es liegt. Sehr gut. Wir kämpfen weiter. Auch wenn er sich schon entwickelt hat. Und nicht unbedingt so dringend neue Level braucht. Ja, auch für den sind Levels wichtig. Auch Markus bei neue Levels. Level 16, ich komme. Kann man gut gebrauchen. Na komm. Level 16. Oh, nicht ganz. Schade. That wasn't fair. I'm tried. Zwingert. 780 Punkte und Leute, die sich gerade aus dem Kampf gegen Wanderer in den Jungen hervor. Ja, Zahlen in den Englischen. Das ist, ja. Könnte ich theoretisch versuchen, aber ja. Konzentriere mich lieber auf die Dialoge, die ich eh schon wahrscheinlich schlecht genug gestatte. Zum Glück ist das Pokémon-Zentrum ganz in der Nähe. Vielleicht kriegen wir heute sogar schon unser sechstes Teammitglied. Mal schauen. Mal schauen. Wäre nicht schlecht. Weiß nicht, ob wir das noch in diesem Part pressen können, aber ja, sehr wahrscheinlich. Ich habe ja bisher immer ein neues Pokémon auf dem, ein neues Pokémon auf das Thumbnail drauf gemacht. Schauen wir mal, was da heute drauf kommt. Den will ich nicht mit ins Team nehmen. Aber den mit Team können wir trainieren. Der ist vielleicht gut. Ein neues Level für Oten. Für Palwander. Den müssen wir auch bei Gelegenheit nochmal umbenennen. Zum Namensbewerter mit dem. Ah, noch kein neues Level. Schade. Super Potion. Ja, die eine, die wir verschwendet haben, gibt's zurück. Handmüchen. Oh, how I love to say. From West Thunder to East and back again. The ocean is my one true love. Kein Kampf. Okay. Oh. Shorts are really comfy. You should try wearing them someday. Ich hab grad Shorts an, also eine Jogginghose, eine kurze, eine richtig kurze Jogginghose. Ja. Shorts sind angenehm. Kann man tragen. Ein Attack. Dann komm. Mal ein paar neue Levels für dich. Ein paar neue Levels, ja gut. Eins wäre jetzt erstmal gut. Als erstmal ein neues Level kriegen wollen. Na komm, noch ein bisschen. Jetzt durch. Ist verliebt. Ja gut. Er muss dein Herzenslevel brechen. In den 15. Sehr gut. Wir kämpfen weiter. Vortok. Was haben wir im Team? Wing Attack. Scheint hier die effektivste Attacke zu sein. Durchhalten. Wing Attack. Na komm. Sehr nice. Vortrag besiegt. Erfahrungspunkte.
We need to get back to Brodo. Jibaimo's Orts. So, you got 336 Pokémon Donner from Link. So, you found TM 10. 10. So, you put the TM 10 in the TM and HM pocket. Der nächste Trainer. Ist ja eine Trainerbrücke oder was? Auweih. Ist ja wirklich eine Trainerbrücke. Na dann. Gentlemen. That's a perfect place to battle. For battle. Gentlemen, certain gold corn. Would like to battle. Sir gold corn. Fordert mich heraus. Wing Attack. Na komm. Lang werden wir es vielleicht nicht mehr aushalten. Genau deshalb. Aber auch hat ganz tapfer gekämpft. So, Markus. So, Rock Smash, versuchen wir das mal. Und er hält es aus. Sehr gut. Weit. So, Headbutt, das wird sein. Das wird hier das Effektivste sein. Nice. So, weiterkämpfen. Obwohl, ich kann mal zu einem anderen Pokémon wechseln, damit das auch mal ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Metal Claw. Ja, gar kein Problem mehr, die Trainer auf der Route. Aber wir können uns ein bisschen trainieren. Ein paar Levels sammeln. Ah, you win, it's my work. I don't say that was jolly good show. My girl simply must call me on the telephone so that we can do better once again. Yes, no guest of gentlemen, so will it call in the book of it. Na, sehr gerne. Einen wahren Gentleman. In meinem Pokébot. Okay, vielleicht sogar mal mit Takio kämpfen. Switch. So, Takio an erster Stelle. I've been fishing all around Tundra, but this here bridge, this is the best darn fishing spot in the region. Fisherman! Fulabok. Das ist wohl seine Wetterentwicklung, wie es ausschaut. Könnte man fast denken. Ja gut, Level 18. Das wird jetzt knifflig. Weiterentwicklung können wir auch noch. Level 18. Ja. Gut, Critical Hit. Ich will dich mal wechseln, damit du zumindest ein bisschen Erfahrungspunkte noch abkriegst. So, Markus. Du kriegst es vielleicht hin. Sehr gut. Was? Nein. Kämpfen sollst du. Headbutt. Das ist immer noch die beste Attacke von dem. Headbutt. Nicht schlecht. Aber auch nicht besonders gut. Na dann. So. Na komm, den besiegen wir doch. Markus, es wird doch gelacht. Matslab. Na komm. Das schaffen wir, Matslab. Oder Rock. Na komm, ein bisschen noch, da kriegen wir bei der Erfahrungsmannschaft auch, das heißt wir beide, mit Markus und Takiro Punkte. Sucks, Schucks. Zwei ganz 27 Pokémon hier noch vorbeinehmen, ich zieh gleich aus dem Kampf hervor. Was? Was bist denn du?
Oops, sorry for bumping into your leg. That there was only the Pokemon Center, because some Pokemon attacked me into my team in Combat Cave. If you want to pass through it, it's better you find someone to go with you, because Pokemon there attack and mobs. Pokemobs. Well, good luck. No, excuse me. Ja, dann werde ich vielleicht auch mal zurückgehen. Macht's zurückrennen, das Pokémon Team heilen. Das könnte knifflig werden. Obwohl, das ist gar kein Problem. Wenn der Rat Bing gemacht. Donauton. Dann suche ich immer Rat zurück. Zack. Okay, sie finden wir hier nicht. Schade. Das wäre durch Story technisch sehr cool gewesen. Und sie hier noch finden hätte können. Sie damit nehmen können. Hätte können. Dingens. Sprache Deutsch. Spiegelig Sprache sein. Das. Ja, na dann. Sieht nicht so gut aus mit unserem nächsten Team Pokémon. Aber mal schauen. Zum hohen Gras. Sieht das oder? Nee, Spoonie, das muss man nicht mitnehmen. Nicht unbedingt. Vielleicht in der Höhle, in der nächsten Höhle. Ich finde nur dort welche, die man mitnehmen kann. I'm training to be a comedian. Here's a good bridge joke for you. What do you call a really short bridge? A bridge. Das ist doch schlimm. Die blöden Komedien geworden. Komedienwissen, ja. Werd lieber Käfersammler oder Fischangler. Werd Angler. Scheint dir zu liegen. Hast du hier schon zwei Fischpuppen geangelt? So, nice, Level 16. What's that joke? A bridge too far? Das wäre nicht ganz 560 Pokémon, oder? Und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Comedian, den besten Comedian der Welt hervor. Ja, nee. Paha. So ist das Ding. Wing Attack. Erfahrungspunkte für Oten. Sehr nice. Thunderstone. Das ist gut. Wasserstein haben wir schon. Geht lang. Ich fürchte nein, aber na, da brauchen wir noch Stärke für. Tenku, das habe ich schon gefangen. Das dachte ich eigentlich, dass wir das Typ Unlicht, das wäre interessant fürs Team. Aber erstmal nicht. Nee. Wir brauchen einen Pflanzen-Pokémon und das wäre jetzt wichtig. Pflanze oder Elektro. Das wäre jetzt toll fürs Team. Das wäre noch interessant. Und ein Geist-Pokémon würde ich auch nehmen. Aber Unlicht? Naja, jetzt nicht unbedingt. Fällt mir zwar, aber muss jetzt nicht so dringend. So, speichern wollte ich kurz mal. Was wollte ich sonst noch? Ich weiß nicht. Na dann, der nächste Trainer hier, kommen wir heute ein bisschen voran. It's always good to do some training in the morning. Well, it's time to test if it was useful. Ja. Black Belt William. Schwarz guckt wieder von uns heraus. Guten. Na komm, mach's alle.
ins Pad. Ja, gut. Okay, obwohl das macht schon. Das macht schon was aus. Pack. Edgar ist zu Tode. Nice. Ich immer mit meinem Nice. Das ist auch immer. Ja. So eine Sache. Mankey. Oh, gar nicht schlecht. Kratzt wieder am Hals. Sehr gut. Müssen wir das Team vielleicht mal umsortieren. Brauchen wir wen, der trainiert werden muss? Haben wir wen? Ja, Takiro. An die Spitze. Der muss trainiert werden. Ansonsten sind alle schon über 16. Schön ausgeglichen trainieren. Das können wir mit das Team nehmen. Das wäre gar nicht so scheiße. Das ist ein Typ Elektro. Das können wir erstmal mit reinlegen. Das wäre. Warum nicht? Das wird auch die Schwäche von Takiro 2 aus. Merzen. Also. Eigentlich so gut. Nehmen wir erstmal, bis wir was Besseres finden. Das Gerbulter. Also mit seiner Elektroattacke ist das ziemlich gar nicht schlecht. Sieht auch cool aus. Kann man gebrauchen. Denke ich, das nehmen wir mit. Bist angeheuert. Smarag. Ja, genau. Genau deshalb bist du angeheuert. Ja gut. Versuchen wir es mal. Great Ball. Das ist zwar noch nicht ganz geschwächt, aber... 1, 2, 3. Nice. Gotcha. Gerbulter, was kommt? Das ist ein Weibchen. Elektrogrund. Das ist nicht schlecht. Ich will den Pokédex Beta nicht vorgelesen. Eintrag. Das wird das neue Ninilein. Oder haben wir davon? Ne, Ninilein war die... Ja, das, was wir rausgehauen haben. Nein. Sehr gut, das sechste Teammitglied fürs erste. Ist das Team voll? Takiro, Roten, Markus, Pompi, Molly, Nein. Ja, kurz mal speichern. Nice. Oh, das ist der Rivale schon. Der Pokémon Spectral Hosting. In this cave, they are daring up and train us for your safety. We won't allow you to pass. Is that a bridge jump badge? Who? You must be strong trainer, however, I still don't think I should let you go alone. Hey, why can't I get into this cave? I'm not afraid of any Pokémon. Ich kann mit dir gemeinsam gehen. Wait, I know. Me and Zwaggy can't tackle that cave together. Isn't that right, Zwaggy? Well, okay, I guess so. Be careful. Ja, wir können ja nicht alleine. Müssen wir irgendwie. Okay, here we are. I'll follow you to the end. Then we'll split up. I'll do my best to keep. Oh, Pokémon healed. Kyo joined you. Ist mein Pokémon-Team jetzt geheilt, oder was? Nein, noch nicht. Aber gut, das braucht es auch noch nicht. So, Kyo ist jetzt mir gejoint. Comet Cave. Watchfell City, right ahead. Okay, zu Watchfell City geht's jetzt gleich. Na dann. Ich würde mal sagen, da mich noch oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da und Neuset und wir sehen uns im nächsten Part wieder hier, wenn wir durch die Höhle gehen und ja, einige Pokémons besiegen, fangen oder mit Tio gemeinsam bekämpfen. Mal schauen. So, da ist auch schon das erste. Na dann, bis zum nächsten Part. Can't escape, ja, natürlich. Gut,
ich sage schon mal Tschüss, auch wenn wir jetzt hier noch ein bisschen kämpfen. Auch Rings macht gute Arbeit. Next Pokémon, yes. Oten, na komm. Den Kampf machen wir noch zu Ende. Can escape, ja. Gut, man versucht wert. Oten ist auch schon fast besiegt. Ist besiegt. Ja gut. Kein gutes Bild am Ende des Parts. Aber ja. Markus, du bist dran. Mach du noch ein gutes Bild zum Schluss. Can't escape. Ja gut. Hab ich aus Versehen noch drauf geklickt. War ein Versehen. Nee, war ganz beabsichtigt. Was? Na komm, Herzbad. Das wird's bringen. Ja, nicht schlecht. Tommy besiegt. Das Meister hat gegen Röhmann Rivale gemacht. Aber ja. So, Pokémon besiegt. Poison Barb. Okay, hat er mein Team jetzt wieder geheilt? Ja, großartig. Da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.